Moin moin, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, ich bin umgezogen, ich bin jetzt wieder zu Hause. Das heißt im gleichen Zimmer wie vor 1,5 Jahren. Also 1 Jahr und 4 Monate. Und ja, die neue Version, die gefällt mir sehr, sehr. Und wir haben ja einen Server schon gemacht, das ist ein Server. Ich habe aber die Items verloren vom Livestream, also scheinbar entweder eine neue Map gemacht worden von Leon. Oder er hat irgendwas anders gemacht. Oder ich bin gestorben. Irgendwie inaktiv oder so. Keine Ahnung mehr, was genau passiert ist. Aber ich muss neu anfangen scheinbar. Aber ja, jetzt können wir eigentlich ein Projekt machen auf YouTube von meinem Server. Und falls ihr mitspielen wollt, einfach auf dragodia.de aktiv sein mit der älteren Version 1.20.6. Und dort einfach euch beweisen, dann könnt ihr mitbauen. Und ja, euch auch eine eigene Base bauen natürlich oder sonst irgendwo aktiv sein. Genau, und ja, ich habe unten rechts jetzt die Webcam. Die habe ich ja bestellt noch im Livestream am Freitag oder wann das war. Oder am Samstag, glaube ich. Ja, am Samstag. Und dann musste ich eben umziehen. Also ja, ich musste ein bisschen umziehen, weil es einfach nicht mehr so gut ging. Ich habe mich zu sehr ein bisschen genervt über die faulen Mitbewohner. Und dann haben sie gesagt, ja, dann geh. Aber jetzt. Und dann bin ich gegangen. Ne, es ist wirklich eine Volltrottel-WG sozusagen. Also es hat niemand jemand etwas gemacht. Nicht mehr. Haben alle gesagt, oh, ich mag nicht mehr, ich will nichts mehr machen für die WG. Und so kannst du halt als selbstständiger und aktiver Mensch auch nicht mehr so viel oder zu viel machen einfach. Tja, und ja, jetzt bin ich halt wieder kurz zu Hause. Hab bald eine eigene Wohnung. Aber wenn bis es soweit ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich suche eigentlich Tiere. Minecraft bietet wieder keine Tiere. Okay, da haben wir Schafe. Und ich möchte nicht immer die Rezepte oben sehen. Ich möchte die Minimap sehen. Dankeschön. So. Also ich habe ja in den letzten Livestreams gesagt, ich möchte unbedingt ein Minecraft-ähnliches Spiel machen. Wird natürlich nicht die Features haben, die Minecraft jetzt hier hat. Also es wird anders sein, weniger Survival, dafür mehr Rollenspiel und mehr Bauen. Ich konzentriere mich aufs Rollenspiel, auf Action-Adventure und auf Bausimulation oder so. Und also es wird nicht genau gleich wie Minecraft sein. Ihr könnt also wahrscheinlich weniger, ja, also ihr könnt schon überleben, aber ihr werdet weniger bestraft und so weiter. Ich glaube, ich mache hier eine Base, weil hier hat es eine Bienenwabe, aber keine Bienen. Doch, sie sind hier. Gut, dann machen wir hier mal eine Base. Aus 1. Und ich plane, dass wir im Livestream eine Burg zu bauen. Aus Tiefenschiefer und ja, Bienenblöcke, also Bienenwaben und Bienen- oder Honigblöcken, genau. Ja, easy. So, jetzt haben wir einfach das Problem. Ich habe ja in der Nacht hier reingejoint. Ich musste mich ein bisschen verteidigen, schon mal ein bisschen vorwärts machen und ja, machen wir lieber mal noch ein Bett. So. Ich werde einfach Gameplay zeigen, pro Tag wahrscheinlich 2 Parts oder sogar mehr, damit ich ein bisschen vorwärts komme, damit ihr seht, jo, was alles so möglich ist auf ja, einem Server in der neuesten Version und jo, was ihr so erleben könnt, weil ich kann ja gut bauen. Und habe jetzt eben mit Tiefenschiefer das Gerät, wo ich mehr und schneller auch bauen kann. Da müssen wir nicht immer ständig surviven zuerst, sondern können locker einfach mal bauen. Und ich denke, ja, hier am Fluss wäre eine Burg eigentlich ziemlich cool. Wirklich ein bisschen Berg und Tal, also ein bisschen hügelig. Aber genau weiß ich nicht, vielleicht einfach hier vorne so eine Burgstadt im Hafen. Ja, machen wir da ringsum die Burg und hier der Hafen. Und der Hafen wird irgendwie so ein bisschen hundeartig, denke ich. Also die Wölfe haben ja ein neues Kind. Und wenn sie dann zu Hunden domptiert werden, haben sie so ziemlich ihre, ja, ihr schönes Fell natürlich noch. Aber ihre Art mit den Rüstungen, den neuen Hunderüstungen, ja, easy. Also ich werde wahrscheinlich hier runtergehen. Oh. Ich bin leider im Stehen, ich habe jetzt noch keinen Stuhl und der Tisch ist zu hoch, den ich benutze. Aber okay, das ist leider noch die Einschränkung.
So, dass ich ein bisschen Handgelenkschmerzen bekomme. Aber das ist dann bald so. Also so ein Barhocker würde gehen für den hohen Tisch. Und ja, dann habt ihr vielleicht auch wieder ein bisschen Alkohol. Nein. Das werde ich jetzt nicht gerade direkt machen. Ich habe zwar gesagt, ich möchte einen Jägermeister mal trinken vor der Kamera in einem Livestream, aber wenn ihr, ich sehe es ja auf YouTube, es kommt nicht so gut an. Die Leute wollen mich nicht alkoholisiert sehen. Naja. Ist eben, ihr dürft kommentieren, wenn ihr es wünscht, dann mache ich es. Aber ich trinke ja so wenig Alkohol. Also ich trinke eigentlich gar nicht unter Leuten, ohne Leute. Wie soll ich das beschreiben? Also ich zwinge mich nicht selber irgendwie Alkohol zu trinken. Nur wenn irgendwie jemand mittrinkt oder gerade sagt, Drago, trink doch mal einen Schluck. Eine Flasche Bier. Also das Problem ist, wir haben gerade keine Kohle. Ich müsste also ein bisschen Holz wählen noch, um Holzkohle zu machen. Oder einfach mehr Sichtweite. Oh, wo ist die Sichtweite? Wo ist die Dunkelheitssicht? Naja. Also, ja, ich wollte eigentlich einen Ofen machen, aber gut. Dann mache ich halt noch nicht einen Ofen. Okay, deshalb, weil sie anders sitzen. So, jetzt habe ich aber genug. Schön. Oh, geil. Also ich probiere so motivierend wie möglich zu bauen. Ja, okay, dann machen wir einen Ofen. Ja. Ach Mann, dieses Andesit nervt. Seitdem es drin ist, ja, ich bin lieber am Andesit fahren als am Stein fahren. Das ist noch ein bisschen Problem, einfach Eingewöhnungsphasen, die ich einfach nicht so gerne lerne, scheinbar. Es hat Survival. Und Survival heißt halt viel craften und ich bin irgendwie nicht so zufrieden mit craften, dass ich das immer so gut merken kann. Ja, Zufriedenheit hat mit Lernen halt oder mit im Kopf behalten sehr viel zu tun. Wenn du etwas nicht gerne machst, dann lernst du oder dann behältst du das auch nicht so im Kopf. Das ist auch das Problem, was ich immer wieder ein bisschen habe. Und wünschte, ich könnte das auch besser merken. Vielleicht ist mein Speicher voll oben. So, also wie können wir jetzt Leben regenerieren? Frage Nummer 2 oder 3. Weiß es gar nicht, wo wir sind. Ja, wie können wir ein Feld bestellen? Nur mit einer Spitzhacke aus Holz. Eine Hacke aus Holz. Okay. Lull. Gut, ich habe jetzt auch die ganze Zeit aufgeräumt. Ich habe die Kamera eingestellt. Ich habe alles gemacht. Nur, ich bin ein bisschen zu weit oben jetzt gerade, wenn ich so spiele. Hey. Nerv nicht die Kamera. So. Also, das Video ist jetzt auch ein erster Test für die Kamera, für die Webcam. Und ja, es ist eine Logitech. Oh yeah. Kann ich das nachschauen? Ja, du bist da am Weg. Ich will Twitch Overlays nicht haben. Ich kann mal kurz die App starten. Die C922 Pro Stream oder so. Aber es steht nur C922. Ja, die Packung habe ich gerade nicht hier. So. Kann ich jetzt gerade nicht auswendig sagen. So. Steht auch nicht in der, in der E-Mail, wo man bestellt. Steht einfach nirgends. Oder man braucht ja die Namen gar nicht mehr richtig vollständig. Die Menschen sind sowieso kreuzblöde. Also, ja, können das halt nicht so merken, oder? Ja. Ist ein bisschen böse gesagt, aber je intelligenter man wird, desto mehr merkt man halt, dass manche Leute sich wenig Mühe geben, zu lernen, weil es auch schwer ist. Nur Intelligente haben es leichter. Ich hoffe, euch geht's gut mit der Intelligenz. Aber ich denke, jeder sieht den anderen blöder. Es ist halt immer so, jo, wie verhalten sich die Menschen? Und manchmal doch auch ein bisschen, einfach weil sie nicht wollen, echt nicht toll genug oder nicht intelligent genug. Ein Mensch muss doch überall in jedem, jeder Beschäftigung ein bisschen intelligent wirken. Das ist Allgemeinwissen.
und ja, emotionale und soziale Intelligenz. Und das können viele Menschen halt doch ein bisschen zu wenig. Also ich habe so in der Wege gelitten unter meiner Hochbegabung, dass ich einfach sagen musste, nee, jetzt gehe ich wirklich raus. Ich kann nicht mehr. Und jetzt bin ich einfach bei meinem Vater und bei meiner Schwester in einem Haus noch und bald dann alleine. Und dann kann ich alles auch eben viel selbstständiger machen. Hier haben wir einfach ein bisschen Aufgaben eingeteilt. Ich tue zum Beispiel kochen. Meine Schwester tut ja, putzen eher. Und mein Vater tut Geschirr waschen und so. Das ist easy mit der Geschirrspülmaschine. Ist halt auf Schweizerdeutsch einfacher. Ah, ich habe ein bisschen Essen. Jo, jetzt muss ich einfach irgendwie doch einen zweiten Ofen machen. Es ist ein bisschen im Stehen anstrengend, aber dafür irgendwie macht es auch mehr Spaß im Stehen. Ist auch ziemlich, jo, entspannt. Nur so für das Kreuz hinten. Ja, nicht gerade. Also es spannt ein bisschen durch. Ich sollte lieber so stehen. Und die Kamera ist wieder ein bisschen zu hoch. Danke. Bis ich das ein bisschen eingestellt habe. So. Also ich muss immer die Finger, ja, das Gelenk und das Handgelenk natürlich richtig anstellen. So herum. Okay. Jo. Was ist denn eigentlich da? Also Fische, ganz viele Fische. Dieses auf der Map links von der Spielfigur in der Mitte. Das sind die Fische, die unter Wasser sind. Oh, cool. Jo. Es ist nicht so wie los hier unten. Ich muss mal ein bisschen Eisen finden. Hallo Eisen, guckst du? Es gibt wirklich zu wenige Maps. Habe ich jetzt schräg? Es ist nicht schräg, ne? Die Kamera ist schräg, aber nimmt gerade auf. Autofokus oder so. Jo, gut. Ah, endlich mal wieder eine Webcam zu haben, die funktioniert. Ja, also man ist nicht so mit Geld behaftet, dass man immer etwas Neues kaufen kann. Dann hat ja die Kamera ein bisschen leiden müssen. Und weil ich auch nur eine weiße Wand hinten hatte und ja, ich habe sie dann einfach nicht mehr so richtig auf den Monitor halten können. Und weil der Monitor schräg ist, kann ich den auch nicht auf den Monitor tun, sondern auf den PC, der hier hinten oder unten dran ist, der. Und das muss ich alles natürlich noch einstellen. Es ist alles ein bisschen zu schnell gegangen schon. Genau. So, wir haben schon 13 Minuten. Okay. Schön, schön. Haben wir noch genug Zeit, aber. Easy, easy. So, eben das Essen wollte ich eigentlich jetzt noch machen. Was sind wir hier noch oben? Also der Leon wird vielleicht mal dabei sein, klar. Er wird vielleicht auch etwas anders bauen in der Nähe. Wir können vielleicht das auch entdecken, wo er gebaut hat schon. Er hat während dem Livestream doch irgendwo einen Ort gehabt, wo er ja, schon mal gebaut hat. Er hat nicht so viel erzählt, aber ja. Den seht ihr auch auf YouTube. Den Livestream. Als Aufzeichnung. So, dann gucken wir mal noch, was wir Holz bekommen. Ja, wir auch hier Pflanzen. Ich tue aber das. Ja. Die Birke an Pflanzen. Die ist doch viel besser. Die wird nicht so mega groß. Manchmal. Tjo. Oh, ich kann nicht mehr reden. Schön viel Eisen. Also. Dann tue ich mal eine Eisenspitzhacke. Eigentlich ein Schwert, aber ich habe zu wenig Sticks. Ah.
Eisen habe ich auch zu wenig, so. Wir haben zu wenig Eisen für ein Schwert, aber gut. Also, nein, das Essen wollte ich ja brauchen. Bin ich jetzt gerade ein bisschen, ja, müde vom Stehen. Machen wir doch den Garten noch weiter. Wir könnten die Fische fangen und die dann. Mach doch das hier schon mal hin. Ja, das sollte ich ja nicht pflanzen. Fische. Tja, die sind weggeschwommen. Die gibt's nicht mehr. Gut, da müssen wir doch ein bisschen Gras fällen oder bauen. Ich kann nicht mehr schwimmen, tauchen. Bin fast unter. Also ich finde, eine Burg am Meer ist besonders cool, auch wenn ein See neben dem Meer ist. Und wir können gerne noch ein bisschen zusammen planen, bevor ich dann wirklich mich entscheide, wie es weitergeht. Also, ja, wenn ihr mitmacht, es wird auch passieren wahrscheinlich. Was ich baue, was ich vielleicht auch schaffe, das zeigen werde. Automatische Maschinen können wir unterirdisch oder so machen. Gibt viele und auch wieder neue Videos, die möchte ich schon gerne. Ja, also die aktivierte Version sehen dafür. Damit es auch noch klappt. Ich weiß ja nicht, was jetzt genau bei Redstone oder so noch sich verändert hat. Keine Ahnung. Außer, dass die Händler jetzt andere Angebote haben. Aber das ist, glaube ich, gar nicht automatisch aktiviert. Das kann man aktivieren. Und es, ja, wirkt noch nicht endgültig schon. Gut, dann ja, gehen wir mal kurz schauen. Also hier haben wir noch ein Birkenwald, der ist auch sehr schön, der passt auch. Lava. Hier haben wir ein Loch. Wir könnten zum Loch gehen. Wir können auch den Kürbis. Hier gibt es noch Fische. Dann nehmen wir einfach aus diesem See hier die Fische. Dann haben wir wirklich Essen. Aber wir dürfen auch nicht Nacht haben. Ah ja, wir müssen der Nähe sein wegen Nacht werden. Sonst werden wir sterben. Wir haben nur zwei Leben. Hier ist also ein Schwert. Was nicht gerade gut ist gegen Fische. Haben Fische so viel Leben? Naja, die haben acht Leben. Nein, die haben neun Leben, damit sie gegen Katzen gewinnen. Oh, Tintenfisch noch? Ja, wir sind sehr langsam. Wir gehen jetzt nicht den Fischen noch hier abhauen. Schildkröten können wir auch schon mal züchten, denke ich. Ah, ich sollte eigentlich noch. Ja, dann mache ich später. Zuckerrohr mitnehmen. Also wir lassen die Landschaft so, wie sie ist, und machen einfach die Mauer drüber. Das sieht dann wirklich auch sehr schön eingebettet aus. Und machen dann auch ein Dach drauf. So ein, wie sagt man dem? Eine Mauerwehr. Eine Mauerwehr mit der Feuerwehr. Mit dem Wasser geht's besser. Und ich werde das, was ich jetzt auf dem Dragodia selber schon geplant habe, ein bisschen, so ein bisschen Wasserspeechen noch einbauen. Vielleicht auch Lavaspeechen, wenn es gut geht. Ich glaube, in Treppen und so in kleinen Mengen ist Lava nicht schädlich und dann können wir auch ein bisschen Lavaspeechen machen. Ich habe keinen Platz für die Flasche. Muss ich eigentlich wieder auf den Boden werfen. So richtig schön. Danken. Danking, Baby. Also, als nächstes machen wir mal, wer doch ein Steinschwert hat erst. Verteidigung ist wichtig. Ja, wir müssen jetzt als nächstes Eisen suchen. Also gehen wir doch ins Loch. Ja. Wir gehen ins Loch und buddeln uns durch den Fels. Ja, die Bienen sind eben dort drüben. Ah, jetzt ist Nacht, aber ich wollte ja in der Nacht runtergehen. Ah, sind noch ein bisschen weiter oben.
Wir werden das schon überleben. Wir haben ja auch Essen wieder. Bitte erst mal essen. Und das richtig gutes Hammelfleisch. So. Ja, es ist ein bisschen schwieriger in der Mitte der Kamera zu sein. Da oben. wenn man steht. Man steht halt immer ein bisschen anders dann. So. Okay, da haben wir sicher ein bisschen Sachen. Ja, zum Beispiel. Nein, nicht dein Ernst, oder? Nicht dein Ernst. Ich habe direkt einen Spawner gefunden. Direkt ins Spawner. Kennt ihr den Spawner? Ich kenne ihn. Er ist bei mir. Oh Mann. Muss ich so hängen bleiben? Im Wasser. Ah, ein Zombie-Spawner. Okay. Leon, kommst du mal online? Ich habe einen Zombie-Spawner. Direkt gefunden. Guten Morgen miteinander. Hier ist Drago. Das sind meine Fans. Alle sind Zombies. Hey, schlagt mich nicht, Fans. Habe ich eigentlich Freunde oder Fans? Ich glaube, Fans habe ich gar noch nicht so sehr. Ihr seid einfach tolle Freunde, oder? Das reicht. Also, das sind meine Fans. Die fühlen sich ein bisschen intelligenter als ich. Deshalb kommen sie zu mir und schrecken mich ab. Fragen mir, als sie die Fräse. Ja, also. Es gibt vielleicht ein paar Leute, die wirklich das ganze Zeit schon meine Let's Plays schauen. Und Livestreams. Das sind dann meine richtigen Fans. Die sind richtig coole Zombies. Nein, nein. Natürlich ganz besondere, tolle Menschen. Einen Sattel schon. Okay, ich fühle mich schon zum Reisen bereit. Ich hole mir einfach einen Esel. Sehr gut. Als nächstes brauche ich doch ein bisschen mehr Eisen, bitte. Haben wir eigentlich Eisen gesehen? Bekommen aus der Kiste? Nö. Ich muss mal kurz schauen. Ja. Wenn ich da draufklicke, dann ist doch besser. Okay, das habe ich nicht so beste gesehen. Habe ich übersehen. Weil Microsoft so blöd ist und der Fenstermodus so schlecht einstellt bei Start, dass man einfach nochmals oben rechts auf das Größer machen Symbol, Ausfüllen Symbol noch klicken muss. Das können sie auch mal alles automatisch machen. Und Fenstermodus mit Balken sind sowieso schlecht. Keine Ahnung, was Microsoft da nicht macht, beziehungsweise Mojang damals noch. Alleine. Okay, schade, ist nicht so tief. Hm? Also ich muss jetzt den Dingsborn noch markieren. Aber schön, ne, in der Nähe von der Burg dann. Okay, sehr schön. Also ich sollte aber nicht allzu sehr ja, zu einem Monster gehen. Wir gehen einfach noch hier rein. Hallo. Ist auch nichts da, aber. Hallo. Nein. Oh, Drago mag seine Fans nicht. Sie sind so anhänglich, aber er macht sie einfach kaputt. Oh. Ich töte sie einfach. Nee, ich weiß ja, dass ich Fans habe. Nicht so aktive, nicht so willige zum lange schauen oder so, aber das dürfte gerne sein. Bei mir habt ihr es gut, hier dürft ihr alles wünschen, hier dürft ihr alles schauen, was ihr wollt. Hier dürft ihr auch eben auf Twitch, auf Livestream Base dabei sein. Und natürlich dürft ihr die Aufzeichnung auf YouTube auch schauen. Jo. Oder 16 Tage auf Twitch noch. Genau. Okay, ein Blumenwald, sehr schön. Wir können aber die Burg hier oben auch machen und sonst eine Stadt. Können wir auch machen. Savanne, okay, Gürteltier. So, aber irgendwie so ein Dorf oder irgendwie so ein. Ja, eine Location. Finde ich nicht. Ein anderes Biom hätte ich auch gern. Das nicht unbedingt so oft kommt. Können wir halt nicht wählen. Also zur Savanne muss ich gehen. Hier haben wir zwei Bienenwarm. Das ist eine sehr gute Location hier. Also wunderbar. Blumengarten, Blumenwald.
So, ich habe doch ein. Nein, ich habe ja das Bett nicht mitgenommen. So, das Bett kann mal hier bleiben. Hier haben wir noch Lachs, Tintenfisch. Jo. Also ein Gürteltier finden. Das ist eine schwere Aufgabe, weil Gürteltiere selten sind. Leider. Die schießen schon auf mich. Hallo, Crepper. Ist das ein Gürteltier? Nein, ich bin. Hat mich auch noch eine Spinne. Immer diese Spider-Mans. Crap. Ja, aber kein Gürteltier. Wir müssen noch ein bisschen Geduld haben. Oder Schafe nochmal gehen und ein neues Bett machen. Dann holen wir einfach mal so einen Savannenbaum. Azalea, nein. Ja, ihr wisst, was ich meine. Jo. Ich schau mal kurz. Akazie, genau, stimmt. Meine Güte, komme ich nicht auf so ein Wort, was ich ständig immer wieder gebrauche. Die sind alle mit A. Der Ahorn, nein, die Eiche. Ist auch eine Ahorn. So, also. Einen Setzling schon mal. So. Die Maus kratzt auch ein bisschen auf dem Tisch. Ich sollte ein Mauspad wieder suchen. Ich habe eins oder zwei. Ja, ich mache jetzt das Video nicht ganze 30 Minuten, weil ich will ja auch, dass ich noch den Tag habe. Und noch ein bisschen warten. Ohne Aufnahme und eine Hexe. Oh, das wird schwierig sein. Hey, ich kann nicht da. Werde. Okay. Sehr gut, also eine Hexe habe ich noch als Abschluss. Jo. Bekommen, dann machen wir noch einen Screenshot. Hallo, ich will da oben hinkommen auf die F1. So, noch den Creeper mitnehmen. Und den Mond, aber so jetzt. Sehr schön. Wunderbar. Dann also nächstes kämpfen. Und dein Video beenden. Tschüss zusammen, Dankeschön und ja. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen. Dankeschön und tschüss.